So. Prost, Guntram. Zum Wohl. Kling. Kling. Und willkommen beim Biertaucher Podcast, circa 309. Jetzt haben wir es. Heute ist der 13.06.2017. Wir befinden uns im Innenhof 2 des alten AKH. Und heute bin ich, der Horst Jens, da und mit meinem Gast, dem Guntram. Hallo. Tja. Und sonst haben mich gerade alle verlassen, die haben alle was zu tun. Das wird also eher nur ein Zwei-Personen-Podcast. Zur kleinen Einleitung, hier im Innenhof 2 vom alten AKH ist eine Wandausstellung aufgebaut, also mit so Schautafeln über das KZ Gusen, KZ Mauthausen. Die sind zweiseitig bedruckt auf Englisch und Deutsch mit Fotos und Text, die habe ich mir jetzt alle durchgelesen in der Wartezeit. Es ist keine heitere Lektüre, aber ich glaube eine sehr wichtige. Also wer im alten AKH vorbeikommt, sich vielleicht 10 Minuten Zeit nehmen, diese Wanderausstellung anzuschauen. Man erfährt sehr, sehr viel speziell über das KZ Gusen. Mhm. So viel zum nicht fröhlichen Einstieg. Aber wichtig. Aber wichtig, ja. Guntram, wo warst du gestern Abend? Gestern Abend? Mhm. Gestern Abend war ich auf unserem. Wir sind zu dritt auf unserem ersten Vernetzungstreffen unseres Vereins, der gerade mit stehen ist, der sich Geht doch Wien nennt. Geht doch Wien. Geht doch Wien, ja. Es fehlt das Geht doch E. Also das EH fehlt. Das E wird den Imperativ rausnehmen. Ah, oder geht eh? Oder? Geht doch. Geht doch. Na okay, geht, ja, passt. Geht doch, geht doch. Wien, ja. Und es soll ja wohl als Aufforderung gesehen werden. Was ist das Vereinsziel von diesem Verein, der, glaube ich, juristisch noch nicht existiert, oder? Die Statuten sind schon formuliert, ja. Aber sie sind noch nicht eingereicht. Seid ihr noch nicht beim Innenministerium registriert? Genau, ja. Ja, nein, sind wir noch nicht. Unser Ziel ist es eigentlich, die Wahrnehmung für den öffentlichen Raum zu forcieren oder aufblühen zu lassen und gleichzeitig eine Plattform, eine Lobby für das Zu-Fuß-Gehen zu sein in Wien. Unserer Meinung nach... Also öffentlicher Raum für Fußgänger, öffentlicher Raum, mit Autos. Nieder mit Autos, beziehungsweise steigt aus euren Autos und geht doch mit uns gemeinsam zu Fuß. Ich erfinde jetzt einfach Wildforderungen und Straßencafés statt Parkplätze. Unbedingt, Parkplätze statt Parkplätzen. Und wie wir heute um Mitternacht gemerkt haben, öffentliche Bänke, wo man gemütlich sitzen kann und Bier trinken, auch wenn die Gehstege hochgeklappt werden. Was konsumfreie Orte, genau, ja. an denen man sich niederlassen kann. Ja. Saufen, reden. Ich muss noch ein bisschen was nachdenken, das habe ich jetzt vergessen. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vukonic.com, der Internetagentur von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an all unsere Spender und Feedbackgeber und vor allem Hörer. Termine etc. habe ich heute keine zum Ankündigen. Okay, Entschuldigung. Zurück zum Interview. Zurück zum Interview. Also geht doch. Ja. Okay, aus welchem Anlass hat sich geht doch gegründet? Also gab es da ein dringendes, wurdest du von einem Auto angefahren oder bist du konvertierter Ex-Autofahrer und jetzt neu zu Fußgeher und das schlechte Gewissen für jahrelang Autoabgase produzieren zwingt dich jetzt in so eine überbordende Missionierstätigkeit? Kann es sowas sein? Ich muss gar nichts kompensieren da. Missionieren. Ich will auch gar nicht missionieren, im Gegenteil. Ja, Vollfahrt. Im Gegenteil, ja, viel, viel spannender. Ich will... Oder wir wollen die Menschen dazu zu bringen, selber auf die Idee zu kommen und das zu nutzen. Ja? Ist das noch? Selber denken in Österreich? Ja. Das Vereinsziel. Selber denken. Ich mache jetzt die Scheibenwischer. Selber denken mit für sich selber denken. Ah, genau. Also die Bereitschaft, glaube ich, ist schon da. Nein, ich bin aber. Ich bin eindeutig ein. Also ich war ein böser Benzinbruder. Ich habe Oldtimer gesammelt. Und bin die richtigen Stinker gefahren und ich bin sie gern gefahren und bewusst am Treibhauseffekt mitgearbeitet. Nicht bewusst, so, ja. Aber gezielt. Sehr gut, ja. Verchromte Auspuff. Ja, das gestern Rohre, um das Ganze auch noch zu huldigen, das war schon, also dafür war Taschengeld schon gut. Und seit einem Jahr, von einem Jahr habe ich mich von meinem Auto getrennt und bin jetzt nach einem Jahr sehr dankbar für diese Entscheidung. Und was war der Auslöser für diese Trennung? Hattest du so eine typische Midlife-Crisis oder
War ein Kind im Spiel? Oder? Ein Kind ist definitiv mit im Spiel. Ja. Also, hast du den Kinderwagen durch eine Parklücke schieben müssen und das hat nicht funktioniert? Nein, aber ich, du wirst da mit Kindern dessen bewusst, dass du nicht nur selber schadest. Da ist plötzlich ein Verantwortungsfeld, das sich da auftut. Mhm. Und das mich in meinen Handlungen schon auch verändert. Mhm. Oder mir den Wunsch gibt, mich in meinen Handlungen zu verändern. Und das andere ist, dass ich ja sehr viel mit Kindern zusammenarbeite. Und im Zuge dessen einfach auch eine Entwicklung gespürt habe in den letzten 10 Jahren jetzt doch, wo ich umweltpädagogisch und sozialpädagogisch unterwegs bin, dass eben die Wahrnehmung für die eigene Umwelt und auch die Verantwortung dafür immer mehr und mehr verloren geht. Also die eigene Umwelt findet im virtuellen Raum statt und findet in den eigenen 4 Wänden statt. Die Leute ziehen sich aus dem öffentlichen Raum zurück. Sie ziehen sich aus dem öffentlichen Raum zurück und nehmen... Der schaut dann halt aus wie ein Parkplatz. Sie nehmen ihn nur mehr so wahr. Ja, oder der öffentliche Raum ist nur mehr der Weg von A nach B. Mhm. Und es gibt keine Wahrnehmung dazwischen. Mhm. Außer jemand, der das stört. Von Leuten, die aus der Tiefgarage dann... Ja, das war dieses Beispiel mit der Donauplatte, auf der ich gewohnt habe. Wo ich mich so darüber gefreut habe, dass wir da endlich einen freien Platz haben, einen autofreien Platz. Und bin aber drauf gekommen, dass die Menschen ihn gar nicht nützen. Mhm. Muss man dazu sagen, wir haben jetzt viele Hörer, die nicht aus Wien sind. Ja. Die Donauplatte ist eine Überbauung, also eine Betonplatte über einer Autobahn, die nördlich der Donau vorbeifließt. Liegt über der Autobahn, hat aber auch die komplette Infrastruktur, Keller, Parkhäuser, alles liegt unter der Stadt. Mhm. Das heißt, du fährst mit deinem Auto unter die Stadt und unter den Keller und steigst den Lift ein und fährst drauf in deine Wohnung. Mhm. Also das sind auch Parkplätze. Das sind auch Parkplätze, ja. Und hast überhaupt keinen Anlass eigentlich rauszugehen. Es gibt auch keine große Infrastruktur außen. Es gibt ein Café. Ja. Ein Supermarkt und ein Pieper haben, glaube ich, ziemlich schnell einmal zugemacht wieder dort. Wobei, gestern hat ja einer gesagt, dann ist es mittlerweile besser. Ne? Du bist ja. Ich bin vor 10 Jahren dort weggezogen. Ja. Das mag also schon damals sein. War das ein bisschen steril, das Ganze dann. Ja. Und man kann aber zu Fuß dann zur neuen Donau gehen. Du kannst zu Fuß zur U-Bahn, du kannst zu Fuß in den Donaupark gehen. Und, ja, du hast einen wunderschönen Platz eigentlich zur Verfügung. Aber es tut keiner, oder? Aber es macht keiner was dort. Mhm. Touristen sind unterwegs. Mhm. Tja. Kannst du über die anderen Leute, die in dem Verein sind, ein bisschen was erzählen? Also wer ist der typische Zielgruppe dieses Vereins von GetDoch? Die Zielgruppe ist meiner Meinung nach die größte Gruppe, die es in Wien gibt, die aber noch keine gebührende Vertretung hat. Es ist jeder, der zu Fuß geht. Und das bist du in dem Moment, wo du aus deinem Auto aussteigst, in dem Moment, wo du aus den Öffentlichen rauskommst, in dem Moment, wo du deinen Weg zurücklegst. Also wolltest du sagen, der ÖMTC für Zu-Fuß-Geher sein? Wir wollen kein Pannendienst sein. Mein Rollator ist technisch. Komm mal bitte. Wir wollen kein Pannendienst sein, aber ja, wir wollen... Die politische Lobbygruppe. Wir wollen die Lobby sein. Es gibt eine Radlobby, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgestellt ist. Es gibt eine Autolobby, die sehr gut aufgestellt ist. Es fehlt die Fußgängerlobby. Okay, ja. Ja. Und ihr seid auf Wien beschränkt oder seid ihr vernetzt mit ähnlichen Gruppierungen? In anderen Städten? Wir sind jetzt natürlich lokal, also act local, und unsere Zielgruppe und unser Zielgebiet ist natürlich Wien. Wir holen uns aber viele Beispiele und schielen da schon auch sehr neidig, zum Beispiel nach Berlin oder nach Prag. Kannst du von denen erzählen, wie heißen die? Nein, kann ich nicht. Die in Prag heißen, glaube ich, Automat. Automat, ja, genau. Also, von Berlin weißt du nicht, wie die heißen? Nein, kann ich das leider nicht sagen, wie die... Also möglicherweise schaffe ich es, das zu recherchieren und schreibe es in die Shownotes. Shownotes unter biertaucher.at nachzulesen. Und sie operieren natürlich auch schon wesentlich länger. Mhm. Und Aktionen, die wir eigentlich 1:1 kopieren und übernehmen wollen und auch hierher bringen. Mhm. Und das Ziel wäre ja, dass wir nicht die Initiatoren der Aktion sind, sondern dass man nur... die stützende oder die unterstützende Kraft sind, die Privatpersonen dabei hilft, solche Aktionen in Zukunft selbst durchzuführen. Okay, cool. Ja. Also es geht sozusagen um die Politisierung der zu Fuß gehenden, nicht richtig repräsentierten Massen. Ja. Sehr gut. Das trifft ziemlich gut. Und ist das dann als Fernziel so in Wien schon ein bisschen in eine lebenswertere Stadt zu verwandeln? Also wo natürlich. Als Fußgänger viel wohler fühlt. Mein Sohn geht ab September in die Schule. Mhm. Darf ich betonen, geht. Er geht, ja. Er geht. Er wird nicht vom Papi chauffiert. Nein, er geht mit dem Papi dorthin.
Und ich bin zu meinem ersten Schultag noch alleine zu Fuß gegangen. 15 Minuten Schulweg. Das wäre heute nicht mehr möglich. Ich bin in den 70er Jahren jung gewesen. Ne? Ich bin in den 70er Jahren jung gewesen. Da gab es noch nicht. Ja, da gab es noch nicht mal Gehsteige an den Straßen. Ja. Da ist man auch auf den Straßen selbst gegangen. Ja. Nichtsdestotrotz ist das heute eine unvorstellbare Situation. Wäre also für ein Kind nicht mehr machbar. Und wir sagen uns einfach, warum eigentlich. Ja? Genau, ja. Weil einfach die Prioritäten im Bau und in der Städteplanung anders stattgefunden haben. Und das Auto, glaube ich, erkennen wir schon langsam, dass der motorisierte Individualverkehr nicht die Strategie der Zukunft ist. Dann soll man das aber bitte auch baulich berücksichtigen für die Zukunft. Und dem alternativen Verkehr eben, dem Fußgänger, dem Radfahrer, seinen Platz wieder eingestehen. Ja, ja, sehr cool. Wenn man sich für Geht doch Wien interessiert, wie kann man da am einfachsten mitmachen? Oder am schnellsten erreicht man uns momentan noch über Facebook und über Twitter. Das ist jetzt mal schnell von uns ins Netz. Facebook-Adresse anfangen, bitte. Geht-doch.wien. Geht-doch.wien. Und Twitter? Detto. Geht-doch.wien. Geht-doch.wien. Okay, ja. Und in ein paar Tagen gibt es dann auch die passende Homepage dazu, die dann geht-doch.wien sein wird. Ja. Dot-wien ist schon eine Endung. Dot-wien ist schon eine Endung, ja. Und dort gibt es dann alle Referenzen. Und da werden wir dann, ja. Ja, dann wünsche ich natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin gestern unabsichtlich zu eurer Vereins-Prägründungssitzung hineingeschneit. Ich wurde nämlich, das hat sich nachher erst aufgeklärt, auf ein ganz anderes Treffen geschickt. Und ich glaube, in diese Praterstraßenbefragung hätte ich gehen sollen. Ah, du hättest zu Frau Lichtenecker sollen. Genau. Mhm. Ja, stolzer Anrainer des zweiten Bezirks. Stolzer Bewohner, Entschuldigung. Ja, und bin dann aber in euer Treffen reingestrahlt. Da freue ich mich aber über das Missgeschick. Ja, und hat mir eh gut gefallen. Ja. der Abend ist noch recht lang und kurzweilig geworden. Das war ein sehr nettes politisches Treffen, muss ich sagen. Waren lauter nette Leute. Ich hoffe, das bleibt. Und ja. Ja, geht doch. Geht doch, ja. Jo. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Der Ausklang dieses Treffens hat dann nämlich um Mitternacht stattgefunden in der verwaisten Praterstraße bei der Höhe vom Nestreuplatz, wo wir versucht haben, chinesisches Bier aus Flaschen zu trinken in einer hübschen Umgebung, aber die gab es dort nicht. Es gab nur eine grindige Buswartebank, vor die du dich dann gehockt hast, ne? Und wir sind drauf gesessen. Ja? Wir haben lamentiert, dass das für Spättrinker wie uns der öffentliche Raum jetzt nichts hergibt. Und die Straßencafés haben schon zugeräumt. Und dabei wurde eine erschütternde Sache aufgedeckt vom Guntram. Wahrscheinlich der Alkoholgenuss hat ihn dazu bewogen, Dinge zu sagen, die sonst ungesagt bleiben. Nämlich, ich habe die auch nicht gesagt. Okay, also ich habe das nur vom Hören sagen, habe ich das vernommen. Und zwar, dass Österreich und speziell Wien total unterwandert ist von einem Geheimbund. Und dieser Geheimbund, der hat es total in sich. Also gegen den sind die Freimaurer ein Lerchel. Dieser Geheimbund hat eigene Sprache, eigenes Erkennungszeichen, eigenes Begrüßungswort, verschrobene Agenda, totale Historie und sehr seltsame Geheimbräuche mit Flammern und Feuern und so. So geheim ist das ja gar nicht. Wir machen ja offiziell. Aber, also ihr wollt es nur nicht sehen. Wir sehen es einfach nicht, ja. Und stellt, wie du mir, wie ich vom Hörensagen gehört habe, die Elite der Wirtschaft und der IV mindestens, ne? Industriellen Vereinigungen sind wir, glaube ich, ganz gut vertreten. Ja. Und das Witzige ist ja, du hättest ja, du warst, bist eigentlich selbst auch durchaus dabei bei diesem... Ja, ich bin im Verein. Ja, du, im Verein auch, also ganz offiziell ist das sogar. Ich bin im Verein. Ja. Da kann man aber nur Mitglied werden durch Geburt, oder? Ja, das ist nicht für Außenstehende wie mich. Nein, kann man auch keine Anträge... Kann man auch nicht Anträge stellen, ne? Entweder man ist dabei oder nicht, ne? Ja, ich meine mit vielen... Oder gibt es doch Adoption oder Heiratmöglichkeiten? Mit vielen Jahrzehnten. Mhm. Also würde theoretisch der Mitarbeit oder mit der Hochzeit, das glaube ich, das dauert zwar auch. Ja, also richtiger feudales Brauchtum, wo Blutrecht gilt und so. Ne? Ja, unbedingt. Ja. Ja, und fangen wir es mal so an. Kannst du über die Agenda dieses Bunds etwas erzählen? Was will der? Wollen die überhaupt was? Nein, außer der Weltherrschaft eigentlich nichts. Außer der Weltherrschaft, ja.
Das ist ja gut für alle. Du meinst, wann die deinigen, wenn ich das jetzt einmal so sage, die Weltherrschaft dann erreicht haben, dann geht es wirtschaftlich zumindest steil bergauf? Wirtschaftlich ganz bestimmt. Ja. Mhm. Lokal sicher auch. Sowieso. Wenn ich es richtig kapiert habe, rückt dann auch die ÖVP nach links, was ja einem größeren Weltwunder gleichkommen müsste. Sie breitet sich in alle Richtungen aus. Okay, die verwirrt Richtung Einparteienstaat mit. Das ist okay, ja. Sonst noch was? Wird dann Alemannisch das neue Hochdeutsch? Kann das sein? Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Das ist noch nicht ganz sicher. Sonst fällt ja die Distinguition weg. Ja, also wir wollen schon eine Hofsprache haben. Und Hof. Die Frage ist ja auch, ob es dem Volk zumutbar ist, diese Sprache zu lernen. Du meinst, es reicht, wenn die Elite das beherrscht. Okay, nennen wir die Sache beim Namen. Worum geht's da? Um Vorarlberg. Ich klar. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Sie haben richtig. Das war jetzt aber eine seltsame Vorstellung. Ja, mei. Sie haben richtig gehört. Also Wien ist von wie viel tausend Vorarlbergern bevölkert? Circa 50. Und damit ist es die größte vorarlbergische, also die Stadt mit den meisten Vorarlbergern in Österreich. In Österreich, ja. Also Dornbirn ist, zu meiner Zeit waren es noch 45, ich glaube nicht mehr, dass es so viel sind, aber es sind weniger als in Wien. Alle in Wien, ja. Ja, sind alle in Wien, ja. An dieser Stelle muss ich unbedingt auf die Romane von Terry Pratchett hinweisen, da geht es um ein ganz ähnliches Thema, um die Scheibenwelt, die von Zwergen unterminiert wird und wo die Hauptstadt dann auch die größte Zwergenkolonie beinhaltet. Ja, und wie kommst du dazu, ist eigentlich eh klar, du bist in Vorarlberg geboren, weil sonst hättest du beim Verein ja gar nicht mitmachen dürfen. Ja. Wie heißt sich der Verein? Der heißt Vorarlberger Abroad oder Drusche Bliebene? Oder? Der ist so geheim, den weiß okay, ich noch gar nicht. Okay. Fangen wir... Aber es gibt die Vorarlberger in Wien. Die Vorarlberger. Als offiziellen Verein. Aha, okay. Machen Trink- und Jassabende. Entschuldigung, ihr macht Trink und was für Abende? Jassabende. Jass. Ja. Da hört sie ja Musik. Na, Jass ist das Pendant zum Schnapsen. Okay. Gleich kompliziert. Ja. Und gleich gesellig. Mhm. Also ihr pflegt das Brauchtum. Unbedingt. Fern der Heimat. Und unbedingt. Stärkt dadurch den sozialen Zusammenhalt und die Kultur. Genau, die sozialen Fesseln werden damit immer wieder gefestigt. Nachzogen, damit sie sich in der Ferne nicht lockern. Ja, die Einstellung wird... Gibt es auch so einen Brautservice, also wenn jetzt ein junger Vorarlberger da oder eine Vorarlbergerin da fern der Heimat studiert und dann in die Jahre kommt, wo man vermehrungsfähig wird, gibt es dann so irgendwie sowas, dass man zurück in ein gewisses Tal geschickt wird und dort wird dann ein Kind ausgesucht? Das also bevor ein Vorarlberger auf die, sagen wir mal, auf die Walz nach Wien geht, ist ja sein Hochzeitstermin schon festgelegt. Ah, das ist schon festgelegt? Das ist schon. Das dann die Großeltern oder wird das so generationsübergreifend? Das machen die Eltern direkt. Die Eltern? Okay, ja. Ich weiß jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Großeltern Einfluss auf die Eltern haben. Dürfen die auch ein bisschen mitreden, ja. Dass die auf die Eltern Einfluss haben. Aber nein, das machen die Eltern eigentlich untereinander aus. Okay. Da braucht es Grundstücke oder um es geht ums Grundbuch, es geht um den Titel, es geht... Schaut man auch ein bisschen, ob die Blutslinien, also dass nicht zu sehr verinzüchtet wird, oder spielt das nicht so eine Rolle? Ja, zum Glück ist ja das Rheintal jetzt offen. Ja. Das heißt, diese ganzen kleinen Täler sind miteinander verbunden. Das ist okay, kein Problem, das geht schon. Das ist kein Problem. Also wir haben einen guten genetischen Pool. Mhm. Haben die was dann verheiratet werden, auch was zum Mitreden? Oder sehen die dann den zukünftigen erst bei der Hochzeit? Nein. Die sehen sich schon auch vor. Sie sind mit involviert. Die werden schon mit. Die werden sehr harmonisch. Also mehr Generationen. Ja, das Vertrag, ist ja, oder? Familie ist... Ja. Bist du auch so zur Frau gekommen? Nein. Und lass mich raten, ist dann auch nicht gut gegangen, oder? Wie recht du hast, ja. Nein, ich habe meine Frau betrunken in Wien kennengelernt. Also hast du auswärts geheiratet? Ja. Ja. War ja damals schon im Exil. Okay. Ja, man hört auch gar nicht, dass du von dort bist. Ja, ich bin ja auch ein Sprachasylant. Ja. Du hast einfach keine Lust. Man verlangt ein gewisses Verhalten von mir, wenn ich als Vorarlberger in Wien erkennbar bin. Bitte sprich das an. Wie verhalten sich Vorarlberger in Wien? In Gruppen? In Gruppen ist es vergleichbar mit so, wie sich Wiener in Jesolo verhalten. Oh Gott, ja. Einzeln immer
sehr souverän. Aha, okay. Ja. Und das ist ein Status, den ich gerade jetzt mit dir hier auf der Bank nicht... Hier, Zigarette, Podcast, ja, dir, Turnschuhe hier nicht, auf der Bank. Nicht halten kann. Ja. Darum spreche ich natürlich auch unsere Hofsprache nicht. Ah, okay. Jetzt aber, was du gesagt hast, dieses gewisse Verhalten, das man verlangt, das deutet jetzt auf innere Werte hin, die du irgendwie... Scharfe Hüslibauer. Ah, seid ihr sozusagen die Schwaben Österreichs? Naja, wir wohnen ja gleich daneben. Okay, also, ja, das sind ja auch Alemannen, ne, die Schwaben? Ja. Okay, ah, erklärt einiges, ja. Jo. Die haben den Spruch von uns geklaut. Echt? Ja. Ihr habt es denn früher geklaut? Ja, wir hatten es vorher. Ah, alles klar. Kannst du, das lernt wahrscheinlich jedes Vorarlberger Schulkind, das Vorarlberg Omaha gar nicht zu Österreich gehört. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Ja, da gab es ja mal eine Volksabstimmung und so. Du meinst, du willst jetzt den Kanton Übrig ansprechen? Das ich habe das nur so, in Wien lernt man das nur so ganz, ganz am Rand und so. Ah, okay. Das ist jetzt eher peinlich verschwiegen. Das war ein Begehren ich will mir jetzt nicht die Finger verbrennen, aber es muss so um 1970, 72 gewesen sein, als Vorarlberg die Aufnahme in die Schweiz beantragt hat. Also offiziell mit Landesregierung, das ist ja, eine Spaßaktion. Ja. Und da ist dann auch der Begriff Kanton Übrig, das Boot ist voll, ja. Von der Schweiz. Das heißt, die Schweizer wollten nicht? Die Schweizer wollten uns nicht aufnehmen, ja. Die wollten nicht expandieren? Ja. Mhm. Die hatten Angst. Wahrscheinlich. Vor Wiens Rache? Oder? Na, vor den Vorarlbergern. Vor allem, dass ihr zu tüchtig seid oder was? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber das, ihr hört es einfach nur, wir werden da fast rausgehen. Ja, man hört so, da gibt's, es gibt schon Leute, die Wien nicht wollten, die nicht gern von Wien regiert werden wollten. Ja. Das hört man so, ja, und das wird sehr, sehr... Ja, darauf werden wir ja auch getrimmt in der Schule. Ja, bitte erklär das ein bisschen. Mein VWL-Lehrer... der war seltsamerweise auch ein Schwarzer, hat uns eindeutig klargemacht, dass wir als Vorarlberger den Rest dieses Landes finanzieren. Ihr seid das? Wir sind das, ja. Alles klar, ja. Wir sind das, weil... ihr schafft ja auch was, ne? Wir schaffen erstens was, die Industrie ist bei uns zu Hause. Und ja. Die Wiener versaufen es dann oder ver... Nein, ihr seid das so viele, ihr steckt das in Kultur und ja, soziale linke Geschichten. Ja, okay. Und durch das, dass ihr so viele seid und es eine fortlaufende Budgetierung gibt, bekommt ihr natürlich das Geld, weil verteilt wird das Geld nach pro Kopf Bundesland. Also ihr tut es eigentlich verdienen und wir, genau. Wenn wir so viele sind, tun es aufessen. Ja, ihr Wiener und Niederösterreicher. Ja. Niederösterreich auch. Ja. Gibt's so eigentlich Ostösterreich. Gibt es ein Ostwenk-Gefälle? Also zählt ein Burgenländer aus Vorarlberger Sicht? Vorarlberg ist ja ganz im Westen. Ja. Und also Burgenland ganz im Osten, das ist fast Ungarn. Ne? Ja. Sind die noch eine Stufe unter Wienern? Oder ja, ist das ja. Nicht, schon. Ah, ja, ist das so ein Ranking? Und ja. Und Salzburger ist dann schon ein bisschen besser und Tiroler schon fast. Der Salzburger ist ja schon wieder nah beim Bayern auch. Ja. Also das auch das Bayern, die Bayern sind ja also okay. Schon unsere Freunde. Ja, genial, was man jetzt erfährt. Und stimmt das, dass in Vorarlberg jedes Schulkind lernt, also mit Österreich verbindet uns, dass wir die Steuern über den Arlberg schicken? Und das? Ja. Dann gibt es gezieltes Brainwashing. Ja. Der ORF strahlt Mundl aus, er strahlt Spira aus. Das sind eigene Anti-Vorarlberger Sendungen, die euch so... Ich gehe davon aus, ja. Also... Ich war ja davon überzeugt, dass das so war oder so ist. Ja, obwohl du so ein rebellischer Punk warst. Also ja. Das alles so mit... Naja, ich hatte ja keine anderen Informationsquellen. Okay, ja. Und als ich dann... Oh Mensch, ihr seid ja nicht so im Dreiländereck, dass ihr da auch Schweizer und deutsches Fernsehen schon seit Ewigkeiten gratis reinkriegt? Das ja. Ja? Also ja, ich habe meine Kindheit mit den Kinderprogrammen von ZDF, Südwest 3, ja. Bayern 3, Schweiz verbracht, während ihr nur Bini Meier auf ORF 1 und... Ja. Haben am Test angeschaut habt. Ja. Wir hatten schon, also das macht ja auch unseren Bildungsvorsprung. Das ist mehrsprachig aufgefallen. Ja, geh ich mal davon aus. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Das Bild vom Wiener ist ganz klar Spira und Mundl. Und auch als ich, muss ich zugeben, 1994 da am Westbahnhof angekommen bin, habe ich das erwartet und habe es auch gleich bestätigt bekommen. Lauter grindige, unfreundliche Typen. Ich steige am Bahnhof aus und mir kommt ein Kloschar, ein Sandler entgegen. Sandler, ja. Aus
der Jake? Eine Hand voller Münzen. Ja. Und fragt mich, hast du einen Cheek? Ja. Ich war total positiv überrascht, dass der die wirklich kaufen will. Ah, er wollte sie der Cheek Er hat eine Handvoll Münzen gehabt. Ah, okay, ja. Und hol meine Zigaretten raus und nehme gleich 3, 4. Ja. Bin gerade angekommen und alles neu. Und gebe ihm die Freude und sage, da, kalter. Der hat diese 5 Zigaretten in der Hand, schaut nochmal auf deine Hand mit den Münzen. Geh, hast du ein paar Schilling? Also er wollte Geld und Zigaretten. Er wollte Geld und Zigaretten von mir. Du hast gedacht, da geht es um einen Deal, du hast das so gelernt. Als Nein, ich habe mir gedacht, er wollte wirklich mir jetzt Zigaretten abkaufen, weil in Vorarlberg würde ich keiner um eine Zigarette anschnorren. Bitte, ist eine interessante Information. In Vorarlberg schnorrt keiner Zigaretten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu unserer Zeit ist nicht geschnorrt. Und wenn man eine wollte, hat man sie abgekauft? Man hat sie geborgt. Ah, geborgt? Man hat sie geborgt, ja. Die Asche hast du wieder zurückgegeben, oder? Nein, du hast die Schuld übernommen. Ah, die Schuld? Ja. Okay. Du übernimmst die Schuld. Weil du hast dich ja wiedergesehen, das Lenkrad ist ja genau, klein. Ja. Okay. Du eine Hand wäscht die andere. Du hast praktisch einen Zigarettenkredit, einen Nikotinkredit aufgenommen. Wenn du kreditwürdig bist, ja. Ja. Okay. Also es wurde dann beim Hergeborgen der Zigarette auch abgewogen, ob du dein Kreditranking. Hey, du hast einen Cheek für mich, ich gebe dir auch immer welche. Mhm. Ja. Okay. Ja. Verstehe, ja. Ja, und du hast lustige Fragen über Vorarlberg. Ja, du, das ist für uns so circa wie Biafra oder Westsahara, also wirklich weit weg. Ja. Man lernt nichts darüber. Nichts. Dabei wird es ja regiert von. Ja. Achso, ja. Sprich das an, ja. Das, es gibt ja du hast gesagt, Vorarlberg exportiert sehr viele Leute in die Wirtschaftselite Österreichs und anderer Länder. Ja, auch das ist eine ganz, ganz spannende Zahl, die ich mal gehört habe. Auch die nicht verifiziert. Mhm. Aber dass 10% des Upper Managements in Wien aus Vorarlberg kommen. Man muss dazu sagen, Vorarlberg hat ein bisschen mehr als 300.000 Einwohner. Also das ist, jetzt müssen wir Kopf rechnen, bei 8 Millionen. Ist weniger als 10%. Weniger als 10%. Ja, interessant. Ja. Also das heißt, die das Ländle verlassen, wollen dann hoch nach oben. Ja. Ich glaube, das ist auch die einzige Motivation, das Ländle zu verlassen, weil ansonsten ist dein Weg ja vorprogrammiert. Bitte sprich davon, wie ist dein Weg vorprogrammiert? Naja, mit der Hochzeit verstehe ich. Das mit der Hochzeit ist klar. Ja. Was vor der Hochzeit kommt, ist auch klar. Was kommt vor der Hochzeit? Eine Matura, ein Job, ja. Ein Auto, ein Haus. Ein Haus musst du auch schon haben vor der Hochzeit? Wäre schon gut. Wäre schon gut. Oder ein Grundstück zum Erben. Mhm. Aber sowas wird schon da sein. Und aber zumindest in den größeren Städten darfst du auch mietwohnen oder ist das unstatthaft? Natürlich darfst du mietwohnen, ja. Ja? Oder heiraten die dann nicht? Also, oh ja. Schon? Ja. Das haben wir schon. Also wir haben schon auch eine urbane Kultur. Wir sind ja nicht okay, nur... Ja. Ihr setzen sich, glaube ich, eher als die Landmenschen. Schon, nein, ja, sind ja, wir ja. nicht. Nein. Das Rheintal ist eine große Stadt. Aber der traditionelle Weg ist, dass du ein Haus baust... Beruf hast und dich dann vermehrst. Und ja. Aber ich glaube schon, dass es mittlerweile legitim ist, auch eine Wohnung zu kaufen. Mhm. Aber tja. Ja, dann sprich über deinen Kulturschock weiter. Also nach der Begegnung mit dem Sandler, wie ist es dann weitergegangen? Weil das ist jetzt doch eine Zeit lang... Wie ist dann weitergegangen? Ist? Ja, vor allem, wie hast du dich verständigt? Mit Englisch oder Zeichensprache? Nein, wir lernen in der Schule schon auch Hochdeutsch. Du lernst Hochdeutsch, ja. Das wird als Fremdsprache oder? Ja, also wir haben das Schulfach Hochdeutsch. Okay, ja. Nein, das ging schon, aber natürlich ist es lästig, wenn es mit deiner Herzenssprache, also nach 2, 3 Bier, wirst du ja emotional. Wenn du dann immer gefragt wirst, dreimal gefragt wirst, was du gerade gesagt hast. Weil dich keiner versteht. Weil dich einfach keiner versteht. Vielleicht deshalb diese Vorarlberger Clubs, wo... Ja, das... Damit man überhaupt... Das war drei Bier dann. Eine gewisse Kommunikationssperre auftritt, ist ja blöd. Ne? Gerade wenn es ein bisschen ins Reden kommt. Das erklärt die Bindungen untereinander. Ja, ja. Ich verstehe das auch. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Fremdsprache konnte. Und bin dann ziemlich schnell mal aus diesen Vorarlberger Kreisen raus. Ja, also auch absichtlich. Absichtlich raus, ja. Man hätte dich schon akzeptiert gehabt. In den Kreisen. Im Gegenteil, man hat es nicht akzeptiert, dass ich raus bin. Warst du so wie ein, wie ist das, so ein Abtrünniger. Ein Moslem, der dann im Westen dann nicht mehr gescheit fastet und so, um sich so ein bisschen
abtrünnig verhält, der wieder von der Community so respektiert. Ja, so. Den Vergleich zum Muslim, okay, also ich hätte jetzt nicht als was Religiöses gesehen, aber... Von der Kultur meine ich jetzt. Ja. Ja. Hast du die Deinigen ein bisschen verraten? Die haben sich... Über Anpassung, über Integration. Die haben, ja, die waren glaube ich eher so der Meinung, dass ich jetzt da fehlrenne. Ja. Dass ich da mich jetzt in die falschen Kreise begebe. Wenn ihr nicht miteinander redet, also nur durch Schweigen, erkennen sich dann zwei Vorarlberger in der U-Bahn? Also habt ihr so gewisse Tracht an oder hat man so kleine Anstecknadeln? Kleine Anstecknadeln sind ein sehr, sehr guter Hinweis. Das gibt's wirklich? Das, ich meine, das jetzt gerade aus. Nein, das gibt's schon wirklich. Aber ansonsten nein. Nein. Okay, muss man schon ein bisschen reden, dass man draufkommt. Ja, ich muss einen Ausdruck des Erstaunens oder irgendwas hören, dann das okay, reicht schon. Eine Vokaläußerung. Das reicht schon, ja. Wobei, du hast mir gesagt, es gibt auch Rituale, die sehr gepflegt werden, auch in Wien, wo ihr Bass erstaunt war. Du willst auf den Funken raus? Ja, den Funken. Ja. Den Vorarlberger Funken, ja. Ja, wir sind jetzt richtig geheime Rituale von geheimen Bünden. Unter den Augen der Öffentlichkeit mit Genehmigung des Wiener Bürgermeisters, des roten Bürgermeisters, unter die schwarzen Vorarlberger in Wien. Das aufsehendster Regen der Dinge tun und keiner kriegt es mit. Der Vorarlberger Funken ist ein Brauchtumsfeuer, ja, das immer am ersten Sonntag nach Aschermittwoch abgehalten wird, das irrtümlicherweise von vielen gedeutet wird als eine Verabschiedung des Winters, ja, das aber in seiner eigentlichen Bedeutung die Verabschiedung der Narretei, des Faschings, okay, des Unfugs, des Unsinns. Also da freut sich der Vorarlberger, dass jetzt endlich wieder vernünftig Genau, jetzt wird wieder gearbeitet, jetzt kommt Schluss der Frühling. Schluss mit dieser verordneten Lustigkeit. Ja. Genau, jetzt können wir wieder anpacken. Mhm. Und ihr verbrennt dabei Hexen, hast du mir erzählt. Ja. Ja, das gehört so traditionell, oder? Das ist erst seit der Gegenreformation. Warum es eine Hexe ist? Ja. Kann ich da gar nicht beantworten. Okay. Es ist mittlerweile in Vorarlberg jetzt auch keine Hexe mehr, habe ich mal sagen lassen. Also wir haben als Kinder sehr wohl noch Hexen verbrannt. Diese Hexe hat man uns damals immer erklärt, steht für den Winter. Die ist Winterhexe verbrannt worden. Eben auch diese Faschingsverrücktheit. Mhm. Und die ist gefüllt mit Sprengstoff, mit ordentlich viel Sprengstoff, diese Hexe. Und wenn es dann brennt, macht es puff. Es wird dann mindestens, also wenn der nicht mindestens 10 Meter hoch ist, dann ist es kein richtiger Vorarlberger Funken. Also ihr baut einen Holzscheiterhaufen. Wir bauen einen Holzscheiterhaufen. Wo ist eine sprengstoffgefüllte Hexe drauf. Oben auf die Spitze. Ja, also wenn man sich denkt, was Islamisten heute auch für Spaß dagegen, oder? Ja. Man muss dazu sagen, die Hexe ist jetzt nicht aus Fleisch und Blut, oder? Nein, das ist eine mit Sprengstoff gefüllte Puppe. Und hat die dann irgendwie Züge aktueller Politiker oder so? Oder gibt es da noch irgendeine Veränderung? Oder der Bürgermeister vom Nachbartal oder so? Das nicht, aber es werden oft Ansprachen an die Hexe gehalten. Auf Alemannisch. Auf Alemannisch natürlich, ja. Und kannst du nur den Inhalt ganz kurz zusammenfassen von so einer typischen Ansprache? Das sind jetzt so klein, so städtische Hack. Hin und her Hackereien, politische, ja. da kann man eine Hexe schon mal was vorwerfen, indem man ihr einfach eine Person gerade rein, sie als eine Person anspricht. Die man sich da jetzt wünscht an der Stelle. Die man jetzt an dieser Stelle vielleicht gerade wünschen würde. Ja. Stelle ich mir sehr befriedigend vor. Ja, ist es sicher auch. Ja. Also das Ganze ist ein großer Abschied von vielen Dingen. Ja, ja, ja. Und darum auch die Füllung mit dem Sprengstoff. Und das Wien nicht möglich, da wird das ewig dauern, bitte, wenn die Wiener sowas dürften. Da geht das Jahr vorbei, bevor die... Ach so, weil sie so viel jammert. Wenn ich da gerne auch wieder vom Scheiterhaufen transportieren lassen wird. Das wird schon mit klaren Worten oft gesagt. Okay, ja. Ja. Und dann wird das Ding halt... so ausgesagt. Ne? Ja, dann wird das Ding halt angezündet und der Plan ist, dass das Feuer nach oben steigt. Ja, bis die diesen Scheiterhaufen erklimmen. Bis die Hexe knallt. Und die Hexe knallt dann oben. Genau. Und dann freuen sich alle. Dann? Ja. Dann ist das aufgelöst. Ah, dann geht's heim. Dann ist das aufgelöst. Nein, viele bleiben noch, bis der Funken fällt. Da geht es jetzt um den Stolz der Zunft. Der Funken ist die explodierende Hexe, habe ich das richtig verstanden? Nein, die explodierende Hexe ist dieser
ultimative Abschied von eben diesen Faschingsverrücktheiten, von allen Sünden, die man dieser Hexe noch rein... Jetzt reicht's. Ja, das ist dann der ultimative. Okay. Ja, wenn das schief geht, wenn die Hexe nicht explodiert... Wenn sie nur zischt oder herumfliegt oder... Wenn zum Beispiel der Funken umfällt vorher oder die Flammen ausgehen, dann muss die am nächsten Tag beerdigt werden. Die Hexe muss beerdigt werden? Die muss beerdigt werden. Das heißt, ihr werden. Sprengstoff gefüllte Puppen beerdigen? Ich glaube ja mittlerweile schon, dass die den Sprengstoff rausholen. Damit man ihn fürs nächste Jahr verwendet. Wahrscheinlich, ja. Wäre ja schade macht, drum. Ja, aber die Hexe selber muss beerdigt werden. Ja. Also die darf nicht weiter... Kommt da der Dorfpfarrer? Nein, das macht die Zunft. Die Zunft? Das macht die Zunft. Bitte erklär, was die Zunft ist. Das wird immer jede Gemeinde hat eine Funkenzunft. Ja. Und die Funkenzunft hat einen Funkenmeister. Und der ist verantwortlich für die Planung des Funken. Und den Aufbau des Funkens. Und da hat auch jede Gemeinde einen eigenen Stil. Also Funken ist nicht gleich Funken. Also da wird der Turm anders geschichtet. Ja, es gibt Schichttürme, es gibt gestapelte Türme. Okay. Jedes Tal hat da seine Tradition. Hat da seine Tradition, ja. Weil du so sagst, der Funkenmeister darf da mittlerweile auch schon weibliche Leute mitmachen. Ja, schon. Ja. Das ist das so für Jung und Alt und Mann und Frau. Man, die Weiblichen sind zwar doch meistens weniger in der Funkenzunft, sind aber dann in Parallelvereinen, die das Ganze auch begleiten, wie zum Beispiel die Schalmeien. Was tut die Schalmei? Die Schalmeien sind auch ein Fastnachtsbrauch, in dem mit fantasievollen Blechblas und perkussiven Instrumenten laute Musik gemacht wird. Die machen Lärm. Die machen lauten Lärm, ja. Meistens als Hexen verkleidet ja. Oder sehr fantasievoll. Ich weiß, das ist eine sehr blöde Frage. Ja. Aber die werden nicht verbrannt. Nein. Okay. Nein, die werden nicht verbrannt. Die bringen den Schnaps. Okay. Ja, okay. Jetzt hat der Holzstoß gerade mal Feuer gefangen. Ja? Brennt ordentlich. Oben macht es bumm, weil die Hexe explodiert ist. Ja. Und was passiert jetzt? Das Feuer ist jetzt voll im Gang, ne? Das Feuer ist jetzt voll im Gang, ja. Wir schmeißen brennende Holzscheiben durch die Gegend. Wir schleudern brennende... wir machen Feuerkreise mit so Seilschleudern. Wir essen traditionell Funkenküchlein. Okay. Das ist so eine Art Brandteigkrapfen mit viel Zucker drauf. Der wird in dem Feuer von der Hexe gemacht? Nein, der wird im Standl daneben gemacht. Okay. Ja, und wir trinken sehr, sehr viel Bier. Okay. Ja, klingt. Und bleiben bis das Feuer umfällt? Das Feuer umfällt, also dieser Turm... Früher oder später kippt der, ja. Aha, weil der so wirklich ein Turm ist, das ist nicht eine Pyramide, also der ist nicht in sich stabil. Nein, das ist ein hoher Turm, ja. Okay. Und wenn die Zunft alles richtig gemacht hat, dann fällt er in sich zusammen. Mhm. Und die Ehre des Funkenmeisters ist gerettet und wenn der Turm kippt, dann kann er sich am nächsten Tag vom Bürgermeister was anhören, ja. Ah, okay, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, da gibt es ganz lustige Bräuche auch, dass wir uns gegenseitig die Funken anzünden. Ihr zündet euch gegenseitig die Funken an? Ja, also jeder Jugendliche war irgendwann einmal Funkenwacht. Ja. Weil dieses Teil braucht natürlich eine Zeit, bis das aufgebaut ist. Das heißt, das darf nicht zu früh anzündet werden. Das darf nicht zu früh angezündet werden. Die Dorfjugend das bewachen. Genau. Die von der Nachbardorfjugend, die das heimlich anzündet. Von der Nachbardorfjugend, die versucht, das heimlich anzuzünden. Ja. Mhm, cool, ja. Also das war... Zumindest früher sind war das so der Brauch. Sind das dieselben Jugendlichen, die dann bei der Freiwilligen Feuerwehr sind gleichzeitig? Ja. Mhm. Ja. Okay. Das ist ja auch... Wir machen den Funken hier in Wien jetzt seit, ich glaube, mittlerweile 12, 13 Jahren. Nur damit ich es mir auf der Zunge zergehen lassen kann. Ja? Seit 13 Jahren werden in Wien vom Geheimen Vorarlberger Netzwerk, das unter den Augen der Öffentlichkeit agiert, sprengstoffgefüllte Hexen angezündet. Nachts. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr, ja. 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 5.000 Zuschauer. Sind da nicht Vorarlberger dabei? Ungefähr 50%. Ach so, schon. Ja. Ungefähr 50% nicht Vorarlberger sind es. Ja. Die sich das... Das steht aber in keinem Amtsblatt oder so. Das weiß man einfach, dass der Funken stattfindet. Das steht in jeder Zeitung. Das wird in den Radios moderiert. Echt? Wirklich? Ja. Ich habe das nie mitgekriegt. Nein, Medien sind regelmäßig da, auch der ORF berichtet darüber. Es ist ja auch die Politik vertreten. Aha, okay. Schade, ich habe mir das geheimer vorgestellt. Jetzt bin ich enttäuscht. Unser erster Funken war super geheim. Okay.
Der hat aber auch nur 10 Minuten gebrannt, dann war die Feuerwehr da. Mhm. Und dann sind wir den offiziellen Weg gegangen und das war natürlich ein schwieriger Weg. Mhm. Also dass wir da das erste Mal bei der Feuerwehr angerufen haben, hallo, wir würden hier gerne eine Hexe mit Sprengstoff füllen und dann anziehen. Einen 15 Meter hohen Holzturm machen. Mhm. Kann ich mich noch erinnern an diesen komplett verblüfften Feuerwehrhauptmann, den ich da dran gehabt. Was, Sie wollen ein Feuer machen in Wien? Das geht nicht, das ist obwohl verboten. Obwohl ihr Hochdeutsch geredet habt. Ja, er hat schon verstanden, was ich will. Er hat nicht Hochdeutsch geredet. Ja, das war dann ein langer Weg. Mhm. Bist du dann eigentlich der Wiener Funkenmeister gewesen? Nein, also Wien hat nicht wirklich eine Zunft. Also wir haben schon, wir haben uns schon erst die Wiener Funkenzunft genannt. Mhm. Aber wir haben keinen eigenen Funkenmeister und darum lädt Wien jährlich eine Gemeinde aus Vorarlberg ein. Darum findet der Wiener zündelt. Genau, darum findet der Wiener Funken auch nicht am Sonntag nach Aschermittwoch statt, sondern meistens ein, zwei Wochen später. Weil die keine Zeit haben, die Weil Vorarlberger. Die müssen erstmal ihren eigenen Funken machen und die kommen dann nach Wien. Mhm. Und das hält das Vorarlbergertum in Wien aus, dass das ein bisschen zeitversetzt ist? Also ihr könnt es jetzt eigentlich zwei Wochen weniger schaffen. Die Wiener haben ja den Vorteil, dass sie gleich zwei Funken erleben können. Also ihr könnt einmal zu Hause fahren? Weil die meisten pilgern sowieso nach Hause. Zum Funken. Zum Funken. Und dann tut es in Wien aber nur einmal. Dann können wir in Wien aber noch unseren eigenen Funken machen. Und unser Vorarlberger Winter-Dasein feiern. Ja. Ja, genial, ja. Wunderschönes Fest. Es gibt noch meistens ein riesengroßes Klangfeuerwerk dazu. Klangfeuerwerk? Ja, da braucht es dann immer den dicken Sponsor, der uns das bezahlt. Mhm. Bitte erklär mal, was ein Klangfeuerwerk ist. Ich verstehe Feuerwerk. Ja, ein Klangfeuerwerk ist ein Feuerwerk, das du elektronisch zeitgesteuert zündest. Mhm. Und damit auch einen gewissen, nicht nur Lichteffekte, sondern auch Rhythmen erzeugst und das Ganze auch noch musikalisch untermalst. Die Musik muss schon dazu machen. Das Feuerwerk macht nicht selbst die Musik. Das Feuerwerk macht nicht selbst die Musik, aber das Feuerwerk muss im Takt sein. Okay, jetzt verstehe ich. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja, ist total spannend, kommt drauf. Ja, also du ladest jetzt, habe ich das richtig kapiert, du ladest jetzt absolut auch nicht Vorarlberger ein, um Funken beizuwohnen. Jetzt hören wir doch mal mit diesem Vorarlberger Ding auf. Das sind ja nicht. Ich hätte ja ganz lieber, dass das die Freimaurer wären oder noch viel. Ich komme jetzt vor, wie so ein Altertumsforscher, der eine unentdeckte Sekte oder Bergvolk entdeckt hat, das in der Kanalisation von Wien lebt. Okay, und dann sind es doch nur Feuerkäfer. Genau, ja. Und steht in der Zeitung. Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja, tut leid. Okay, ja. Ja, ich lade euch definitiv ein. Kommt drauf am Himmel. Sagst du nochmal das nächste Datum? Es wird ein bis zwei Wochen nach Aschermittwoch sein. Okay. Also der Samstag nach Aschermittwoch wahrscheinlich. In Wien, Wien ist es meistens der Samstag. Ist da nicht noch ziemlich kalt? Ja, natürlich. Mhm. Wenn wir Glück haben, liegt ein Schnee. Das ist dann noch besser oder authentischer? Da ist das ganze Gefühl natürlich viel besser. Du spürst doch die Wärme vom Feuer ganz anders. Ah ja. Und wir können Schneebahnen aufbauen. Schneebaren? Ja. Also eine Schneebar. Eine Schneebar. Also eine Schneebar ja, zum Trinken. Das ist einfach das ganze Ambiente viel schöner bei Schnee. Und du hast wesentlich weniger Auflagen mit der Wiener Feuerwehr. Weil es Schnee ist. Ja, weil Funkenflug ist ein anderer, ist kein Problem. Ja. Und ihr habt noch nie einen Weinberg abgefackelt? Oder? Nein, wir machen das sogar mitten in den Weinbergen. Es ist noch nie was schiefgegangen. Mhm. Was uns einmal passiert ist, dass wir keine Zündfreigabe gekriegt haben. Also es ist in Vorarlberg ist das kein Problem, weil eben Funkenzunft, Freiwillige Feuerwehr, Bürgermeister, meistens Freiwillige Feuerwehr. Ein Netzwerk. Ja, der Mann, der entscheidet und sich nie trauen würde, gegen die Zündung zu entscheiden, ist in Wien eine ganz, ganz andere Geschichte. Wir müssen mit einer MA36 reden, wir müssen mit der Polizei reden, wir müssen mit der Berufsfeuerwehr reden, wir müssen einen Löschwagen bereitstellen, der 2.500 Euro kostet. Mhm. Also das ist schon was ganz, ganz anderes. Ja. Und da haben wir einmal keine Zündfreigabe gekriegt. Mhm. Und der Funken war aber damals von der Zunft mit Brandbeschleuniger bestückt. Damit die Hexe schneller explodiert. Damit das Ganze eben ein bisschen problemfreier und geplanter abläuft. Mhm. Was ich erst im Nachhinein erfahren habe. Was aber dem Feuerwehrhauptmann gereicht hat, um mir mitzuteilen, dass das hier jetzt ein Sondermüll ist, um den ich mich kümmern muss. Wir keine weitere Zündfreigabe hatten und wir mussten das Teil dann um teure, wieder fast 3.000 Euro als Sondermüll entsorgen lassen am nächsten Tag. Und wir mussten eine Nachtwache stellen, natürlich.
Ja, ja, das war für alle Vorarlberger sehr enttäuschend. Für uns war es sehr gut. Weil? Weil die Wartezeit, ja, das hat sich immer wieder verzögert, ob man den zünden dürfen oder ob man nicht, ja, zünden dürfen oder ob man zünden dürfen. Und damit haben wir eine Besucheranwesenheitszeit gehabt, die wesentlich über der Anwesenheitszeit während eines normalen Funkens ist, weil der Funken brennt eine Stunde, fällt dann um und die Leute gehen wieder, weil es kalt ist. Ja. Und so hatten, wir mehr Leute, die mehr konsumiert haben. Und waren das erste Mal positiv, oder? Positiv in, unserem Budget. Vielleicht solltest du das einplanen. Ja, mir sollte immer was schief gehen. Ja. Da müssen wir da immer 36 reden. Und der Wiener Magistratsbeamter sein, der den Titel offiziell kriegt. Und der findet dann so aus einer großen Papierrolle so irgendwelche Vorschriften, warum das jetzt halt nicht geht. Dann wäre es eine richtige Wiener Veranstaltung und keine Vorarlberger Veranstaltung. Weil wir machen es ja körig. Körig, ja. Okay. Wie sich's gehört, habe ich das richtig verstanden? Das ist die Übersetzung, so wirst du es wahrscheinlich im Duden finden. Da steckt aber noch mehr drin. Okay. Also körig. Könnte man es so mit Licht oder Grot übersetzen? Vorarlbergerisch. Wir machen es körig. Alles klar. Ja. Gut, was mich am meisten entsetzt hat, wie grüßen sich Vorarlberger in Vorarlberger, in Vorarlberg? Nach wie vor mit Heil. Heil? Ja. Okay. Ja. Warum entsetzt sich das? Nein, das... Das Heil hat für mich eine andere Bedeutung. Ja, das darum entsetzt sich, ja. Ja. Wobei, mir ist schon bewusst, bei jedem Skikurs sagt man zum Beispiel Skiheil. Ne? Ja. Das war ja schon immer so. Ja, ja, haben wir nicht gesagt. Aber, ja, Heil und Heile, also sagen ja die Schwaben auch. Die sagen Heile? Heile, ja. Deutet das darauf hin, dass die krank sind? Es ist halt das Verniedlichungs-E, das ja, im Westen. Also, okay, ja. Der Sprache drin, also auch eine Heile machen, das machen die Vorarlberger auch viel. Mhm. Ja, und ich glaube aber auch da gibt es mittlerweile schon, auch da ist Vorarlberg jetzt schon erreicht worden von der politischen Korrektheit. Ja. Okay, geht das Heil zurück. Die Jugend nimmt das Heil schon langsam zurück. Okay, okay. Ja. Noch was Interessantes, das hast du mir heute Nacht erklärt, um Mitternacht. Okay. Nämlich, dass du hast gesagt, Vorarlberger, speziell in Wien, sind tendenziell eher sehr schwarz, also sehr ÖVP-nah oder konservativ. Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden. Okay, ja? Es gibt zweierlei Arten von Vorarlbergern in Wien. Es gibt die Flüchtlinge, so wie mich. Ja. Und es gibt die hierher kommen, um was zu erreichen. Wie man vorher gesagt hat. Die Ehrgeizigen. Ja. Und die sind definitiv schwarz. Die Ehrgeizigen sind eher schwarz. Ja. Okay, ja. Und was du mir dann gesagt hast, ist, also dass du das Gefühl hast beim Funken, dass die Vorarlberger in Wien schwärzer sind als jetzt die Vorarlberger Schwarzen. Also konservativer als die, speziell von der ÖVP, als die ÖVP in Vorarlberg, die ja für österreichische Verhältnisse relativ aufgeschlossen ist, manchen Sachen gegenüber. Das mag jetzt wohl damit zusammenhängen, dass der Obmann der Vorarlberger Funkenzunft in Wien Karl-Heinz Kopf heißt. Ah, okay, ja. Das sagt mir was. Ja. Okay. Aber du meinst, das ist jetzt nicht generell auf die Vorarlberger bezogen, sondern eher auf die... Nein, das ist einfach diese Gruppe, die das glaube ich, organisiert. Okay, ja. Die Industriellenvereinigung ist auch sehr, sehr viel in diesem Verein. Ja, okay. Und ja, eben sehr viel Wirtschaft ist da drin. Ja, nochmal, warum glaubst du, ist dieser Wirtschaftsschwerpunkt... also warum gehen so viele Vorarlberger in die Wirtschaft? Du hast mir das versucht, mit Schulen zu erklären. Oder glaubst du, gibt es eine Affinität zum Handel, weil ihr ja so viele Grenzen um euch herum habt? Oder also ich glaube, dass du in Vorarlberg ja außer der Wirtschaft, wenn du jetzt nicht in der Landwirtschaft traditionell tätig bist, und das ist keine leichte Landwirtschaft, die den Vorarlberg, ist es Industrie und Handel, was dir zur Verfügung steht. Ja? Du bist ein Transitland. Ja. Und ja, Es gibt eine sehr, sehr gute Industrie. Mhm. Textilindustrie ist jetzt nicht mehr so bedeutend, aber Schelling ist zum Beispiel ein Begriff wahrscheinlich. Alpler ist ein Begriff. Nein, Zumtobel ist ein Begriff. Zumtobel schon, ja. Ja. Das eine ist eine große Verpackungsfirma. Mhm. Das andere ist eine große Beschläge und Baustahl. Wird hergestellt. Ja, aber du hast eigentlich keine andere Möglichkeit. Also als Vorarlberger, entweder du gehst in die Kunst oder in die Grafik. Ja. Oder Handel.
Du wirst irgendwie im Handel, machst du dein Glück, ja. Ja, fällt mir jetzt sonst nicht viel ein. Ja. Okay. Und nach 94, 2004, 2014, nach über 20 Jahren Wien da sein? Ja, ich bin jetzt länger in Wien, als ich in Vorarlberg gelebt habe. Okay, ja. Fühlst du dich jetzt als Wiener, als Vorarlberger, so als Twitterwesen? Nimmst du Zeichen der Verwienerung an dir selbst wahr? Wachst du mit so einem gesunden Grundkrantler auf? So? Nein! Nein? Nein! Dafür werde ich, glaube ich, noch immer gehasst, dass ich am Morgen jeden rücksichtslos freundlich. Das ist gute Laune in der Früh. Ja, aber. In Wien, ja? Ja, wirklich rücksichtslos. Na, aber ich sehe mich nicht als Vorarlberger. Nicht? Ich distanziere mich nicht mehr vom Vorarlberger, ja, wie ich es damals gemacht habe, als ich da als Jungspund. Also, du stehst jetzt dazu, dass du daher kommst. Ja, und ich finde auch, dass es eines der schönsten Bundesländer, die es gibt. Mhm. Also, es ist sehr, sehr malerisch und als Tourist dorthin zu gehen, ist eine super Sache. Dort zu leben, kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen. Mhm. Aber ich bin jetzt auch kein Wiener. Du bist auch kein Wiener? Also, nein, ich bin kein Wiener, aber ich fühle mich halt bleib wohl, dass man. Ne? ich bin der Guntram und das ist verdammt viel, ja. Und ja, es ist hier sicher feiner, sich zu bewegen als Guntram, als Nicht-Vorarlberger in Vorarlberg. Du meinst das von der sozialen Idee oder von der sozialen Kontrolle oder individuellen Freiheit? Oder? Von der individuellen Freiheit, ja. Also ich kann. Du kannst dir hier Sachen erlauben, die du zu Hause nicht lassen kannst. Ja, ohne dass man über mich redet. Ja, ich finde, das sind sehr nette Schlussworte. Dass man jetzt nicht mehr über mich redet. Nein, das ist ein sehr nettes Statement. Ja. Also du genießt sozusagen die Freiheit der großen Stadt. Ja, und ich glaube, das ist auch für viele, also Nicht-Schwarze, und ich will es jetzt auch nicht, es mögen auch Schwarze dabei sein, ist auch für viele Vorarlberger auch ein Grund, hier zu bleiben. Okay, also ein bisschen aus der Enge hinaus. Dass du aus diesen Zwängen einfach draußen bist. Weil du halt diese fix vorgegebenen Bahnen hast, in die du reingefahren wirst. Gibt es noch eine andere große Vorarlberger Stadt, die gar nicht weiß, dass es eine große Vorarlberger Stadt ist? Also Berlin oder München oder so, oder weißt du was? Naja, Innsbruck. Mhm. Innsbruck natürlich wegen der Universität. Und Salzburg. Salzburg, okay. Salzburg, ja. Ist schon auch sehr, sehr stark vertreten. Na gut. München. München. Die dürfen auch einen Funken machen, die Münchner. Sagst, das weiß ich gar nicht, ob die München einen Funken machen. Das wäre aber eine spannende Frage. Ja. Die Grazer dürfen nicht. Echt? Ja. Die kommen extra nach Wien. Das fasziniert mich. Ja, also muss man definitiv den nächsten Funken nach Aschermittwoch anschauen, wenn ich mitreden kann. Also, du zündest jetzt den Filter an, gell? Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Und damit lassen wir es. Wenn Sie dabei sein wollen, nächsten Dienstag wieder 19.30 Uhr, altes AKH, Innenhof 2 bei diesen Mauthausen-Stellwänden beziehungsweise bei der Statue vom Josef II. Vor dem Hörsaalzentrum treffen wir uns immer. Und freue mich aufs Kommen und sage bis demnächst. Servus, Eile.